PUBG Season 8 ist fast vorbei und ich erzähle euch heute, was ihr alles zur anstehenden Season 9 wissen müsst. Unter anderem auch viele Neuigkeiten zur neuen Map Paramo. Am 21. Oktober beginnt die neue PUBG Season und gefühlt ist alles anders. Die neue Map Paramo kommt ins Spiel und die Seasons dauern nur noch 2 Monate, wobei es aber 2 Season-Pässe gibt, die jeweils 1 Monat laufen werden. Und damit gibt es natürlich auch noch mehr Skins. Die krasseste Überraschung vorweg. Paramo ist die allererste dynamische Map von PUBG. Das heißt, in jeder Runde kann die Map anders aussehen als in der Runde zuvor. Gebäude und sogar Städte können komplett verändert sein. Es sieht sogar so aus, als gäbe es eine Art Zeitreise oder verschiedene Zeitalter. Denn wie wir hier im Teaser sehen können, gibt es zum Teil altertümliche Gebäude, aber auch moderne Dinge. Ich habe gelesen, dass es tausende verschiedene Möglichkeiten des Map-Layouts geben kann. Das macht das Lernen der Map unmöglich und könnte ein Trostwasser für diejenigen sein, die die kleinen Maps nicht so mögen, wie für mich. Denn Paramo ist nur 3x3 Kilometer groß. Also man kann sie genau zwischen Karakin und Sanok ansiedeln, von der Größe her. Das ist wirklich eine sehr interessante Neuerung, da die anderen Maps, die ja auch alle ihre Vorteile haben, irgendwann einfach ein wenig langweilig werden können. Das ist wirklich bahnbrechend und ich kenne auf jeden Fall keine vergleichbaren Spiele, die so etwas hinbekommen. Es bleibt zu hoffen, dass die Performance nicht darunter leidet. Denn, wir dürfen nicht vergessen, diese Map hat auch noch einen aktiven Vulkan. Ob für Paramo andere Maps rausfliegen in dem Map-Pool, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber noch weitere merkwürdige und geheimnisvolle Hinweise im Zusammenhang mit der neuesten Map, die zum Beispiel von zerbrochenen Steinen abgelesen werden können. Diese wurden von einem gewissen Dr. Northrop an verschiedenste PUBG-Partner verschickt. Diesen Doktor werden wir gleich nochmal ansprechen. Apropos PUBG-Partner, ich kenne da jemanden, der da ganz gut in diese Riege reinpassen würde. Dort wird zum Beispiel was erwähnt von einer Möglichkeit, Leute wiederzubeleben. Genauer genommen heißt es, Sick were revived. Also die Kranken wurden wiederbelebt. Weitere Hinweise gibt es im folgenden Video. They say only the good die young. But what if the good didn't have to die at all? The legend of the Fountain of Youth has tantalized explorers throughout history. So, ein Brunnen der Jugend also. Es wird davon gesprochen, dass der Dr. Northrop, der ein komischer Okkultist ist, zur Insel geflogen ist und diesen Brunnen bzw. die Quelle gefunden hat, die die jungen Verstorbenen wieder beleben kann. Man muss abwarten, wie es ins Spiel eingebracht wird. Das Besondere an PUBG war ja immer, dass man nur eine Chance hat. Also wenn man tot ist, bleibt man das auch. Aber die Entwickler haben auch gesagt, dass sie ein Revive-System nur bringen, wenn man mit der Lösung hundertprozentig zufrieden ist. Ich hoffe nur, dass das stimmt und dass wir hier bald schon mehr erfahren. Im Trailer sieht man auch Hubschrauber, die scheinbar die Loot-Trucks für Paramo sind. Es sieht ja so aus, als müsste man sie ähnlich wie auf Sanok kaputt schießen, damit man an das gute Loot kommt. Vielleicht bringen diese Hubschrauber aber auch die Spieler auf die Map. Und eine weitere These von mir ist, dass diese auch die Kranken zum Fountain of Youth bringen, also eine Rolle bei dem angeteasten Revive-System spielen können. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass man in dem Crate, das dort runterfällt, wenn man einen Hubschrauber kaputt geschossen hat, einen Gegenstand findet, der es zulässt, einen seiner toten Teammates wiederzubeleben oder einen Hubschrauber zu rufen, der diesen zur Quelle der Jugend bringen kann und ihn dann lebendig zurückbringt. Ha, so viele Möglichkeiten, wir werden es zeitnah erfahren. In den Crates könnten zudem auch brandneue Waffen sein, die wir bislang noch gar nicht in PUBG gesehen haben, aber schon des Öfteren mal bei Twitter und so weiter angeteased wurden. Die Farmers ist zum Beispiel so eine Waffe. Außerdem ist mir aufgefallen, dass man in keinem Trailer eine Blue Zone sieht. Das könnte bedeuten, dass der aktive Vulkan beim Ausbruch vielleicht die Rolle übernimmt, die Spieler immer näher zusammenzutreiben. Auch da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ja, und das war's erstmal mit den wichtigsten Infos zu Season 9 bzw. zur neuen Map Paramo. Was meint ihr? Wird Season 9 wieder mehr Spieler zurück zu PUBG bringen mit den angeteasten Informationen, die wir hier heute gesehen haben? Vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo auf meinem Kanal da für weitere PUBG-Videos. Ich streame auch regelmäßig live auf Twitch, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, und as always, wir sehen uns auf den Battlegrounds. Ciao!